Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute zusammen mit der Linsky. Hallo! Okay, eigentlich ist es nicht zum Lachen, Leute. Elina hatte den zweiten Teil ihrer Weisheitszahn-OP, auch wenn sie sich beim letzten Mal darüber aufgeregt hat, dass ich das OP genannt habe, aber das heißt halt nun mal so. Das heißt, sie wird heute eher nicht so viel sprechen. Ich werde heute dafür mehr sprechen. Moin, Leute, wir gehen hier in den dänischen Ikea, ne? Der sieht halt, ne, also ihr wisst, der Ikea sieht ja so ein bisschen aus wie die Schwedenflagge, deswegen sieht das hier so ein bisschen dänisch aus. Da gehen wir jetzt hier rein, Leute, ne? Unhöflich, wie wir sind, direkt mit dem Fahrrad hier rein. Hey, hallo! So, Ach so. Hallo, ein Einkaufswagen. Ja, aber... Oh, ich kann mich da nicht reinsetzen. Nee, die kam... Oh, doch, das geht! Aber man kann den leider nicht fahren. Schade. Aber wir haben doch was zu tun hier. Wir dürfen uns jetzt nicht zu lange mit diesen Einkaufswagen da auseinandersetzen. Wir müssen nämlich unser neues Haus dekorieren. Das heißt, schnapp dir einfach alles, was du hier haben willst, ne? Also zum Beispiel hast du jetzt hier, wenn du jetzt sagst, oh, das Bett ist ja mega geil, dann gehst du an die Kiste und schnappst dir das Bedroom Blue Green Bedbox schnappst du dir da. Ne? Habe ich mir jetzt mal geschnappt. Ich finde aber den Fernseher geil. Mit Television, Alter. Let's go. Heißt das auch Television direkt? Ah ja, Television Box. So. Oder wir nehmen einfach alles mit. Die Lavalampe ist cool. Colorful Lamps. Oh Gott, der Dina hat immer ein ganzes Budget schon aufgebraucht hier beim ersten Raum. Was für ein Budget? Ja, sie haben jetzt kein Budget, aber wie das meinst du, wie teuer? Das Bett so 500, würde ich sagen. Die Lampe 200. Sind wir bei 700. Der Fernseher ein Taui. Sind wir bei 1700 jetzt schon, ey. Was hast du hier genommen? Gar nichts. Echt gar nichts? Doch, das Bett und die Bücherregale. Ich nehme die Couchbox noch mit dem Stuhl, der ist noch ganz geil. Okay, gut, weiter geht's, Leute. Sind wir bei 1500 oder so. Schauen wir mal hier weiter, was haben wir hier? Ja, das sind ja aber alles. Oh, das finde ich cool. Bookshelf. Das ist auch mega cool. Zu welchem Pack gehört das? Die Tiles 10. Okay, die Tilesbox haben wir. Dann haben wir hier... Mal kurz gucken. Red King. Das, oh ja, rot ist ja eigentlich viel geiler als blau, ne? Nehmen wir auch. Bookshelf Box, genau, die wollten wir auch. Okay, weiter geht's. Ah, Kitchen und Living Room in Etage Nummer 2. Oh, den Fernseher finde ich ja. Fernseher, warum denn Fernseher, Ben? Das ist ein Kühlschrank. Sink. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen alles mit, Leute. Zack. Jetzt sind wir doch schon bei 3000 Ocken. Okay, das ist schon in der nächsten Etage. Okay, wir kaufen weiter ein. Okay, was haben wir hier Schönes? Sessel, die finde ich aber... Boah, was ist denn das, Alter? Ich weiß nicht, was das ist, aber ich kauf's. Safe. Auch geil. Ach, der ist wahrscheinlich in dem Pack drin, was ich schon habe. Was haben wir hier oben? Oh, das finde ich geil. 7, Nummer 7. Ah, hier, Hammer. Aus irgendeinem Grund machen diese... Ach, das Lawn Lamp. Die machen auf jeden Fall Schaden. Ich will den Grill, Elina. Bar, Counter und Grill. Es muss ja ein Grillpack geben. Tiles, Bar, Grill. Die Lampen, das nehmen wir auch. Okay. Na gut, dann sind wir, glaube ich, jetzt nice. Ach nee, Toilette brauchen wir auch noch. Ja komm, ist alles einfach alles gekauft. Hier rein, Lampen. Hier, Shower, nehmen wir auch noch. Toilette haben wir schon 3 gekauft, aber ist ja auch egal. Weiter geht's. So, ich glaube, wir haben genug jetzt, Elina, oder? Wir haben mega viel gekauft, ey. Hm. Vielleicht hier noch so ein Schreibtisch. Achso, die wechseln immer. Achso, das ist ein Couch-Set. Na, das kann man natürlich immer gebrauchen. Stühle kann man ja aber sowas dann immer gebrauchen. Lampen haben wir schon. Tisch, ja, warum nicht? Der schlechteste Einkäufer ever. Ich kaufe einfach alles, ey. Jetzt geht's ja noch weiter. Was haben die alles denn im Angebot? Na, das Aquarium finde ich cool. Das ist Fishtank. Mal kurz gucken. Fischtank. Das finde ich cool. Aquarium ist auf jeden Fall sehr nice. Elina, bist du schon hingerannt? Ah, hier muss man jetzt bezahlen. Ich den Ausgang. Ja, ich muss einfach weiterlaufen. Ciao. Ja, bezahle ich nicht. Tschüssi. Oh, hier, Elina, komm, im Umzugswagen. Haben sie extra für uns bereitgestellt. Ab nach... Wir können zusammenfahren. Ja, Mann. Ab nach Hause. Verkehrsregeln gelten für uns nicht. So, jetzt fahren wir nach Hause und dann dekorieren wir unser neues Haus. Natürlich haben wir das geilste Haus hier ganz oben beim Berg. Elina, hör doch auf, die Hupe mal zu drücken. Ich mach doch gar nichts. Natürlich. Oh, guck mal hier, ey. So am Berg, das ist geil, ne?
Mit Pool sogar. Fertig! Mega. So, ich habe aber Hunger, Ilina. Ich habe auch richtig Hunger. Wollen wir erstmal eine Pizza bestellen? Ja, okay, let's go. Wir bestellen eine Pizza. Lecker, lecker, schmecker. Aber wo gibt es denn überhaupt rein bei unserem Haus? Ich habe keine Ahnung. Hier vorne. Ja, okay. Dann legen wir mal los, ey. Wir haben ja nicht mal Räume hier, Ilina. Was ist das für eine Schrottbude? Wir haben nicht mal ein Bad. Wir haben aber eine Aussicht. Ja, aber Aussicht ist nicht alles, ey. Wenn man kein Bad hat, bringt dir die Aussicht auch nichts. Sollen wir einen Pool kacken oder wie? Mhm. Was? Okay, ich beginne mit dem Bad, Leute. Ich bin Bad-Fan. Ich beginne mit dem Bad. Das ist sogar farblich, damit man direkt checkt, was hier im Bad ist. Das ist auch interessant. Wie geht denn das? Ich bin dumm. Rechtsklick, Ilina. Einfach Rechtsklick. Geht nicht. Ach du heilige Güte. Das muss weg. So. Ich würde sagen, hier, das ist doch cool, oder? So, dann kann man hier so chillig baden und kann halt direkt die Aussicht genießen. Das ist eigentlich ganz geil. Und dann, ja, und die Dusche packen wir vielleicht hier so in die Ecke. Ja, das ist die Dusche. Passt halt jetzt nicht ganz so zu der modernen Badewanne, Leute, aber war schon. Toilette haben wir schon. Okay. Was haben wir hier noch? Das ist ein Bett. Okay, das war's schon mit dem Badezimmer? Ach du heilige Güte, Leute. Fahrräder haben wir auch noch mitgenommen. Farbige Stühle. Wir bräuchten vielleicht irgendwie noch so eine Art, so eine Sink. Nee, das ist ja Küchenspüle. Das können wir ja nicht gebrauchen. Ja, das ist halt alles. Das ist ein sehr, sehr dürftiges Bad, um es mal so zu beschreiben, du. Natürlich darf die Toilette auch nicht fehlen, ne? Ist ja ganz klar. Wir hatten doch hier Lampen noch. Ich weiß ja gar nicht mehr, was hier, was war. Oha, was ist das denn? Das passt aber voll zu einem Bad, finde ich. Was sagt er? Nee, das sieht mir doof aus. Vielleicht hier so? Mann, das Bad ist viel zu groß, Ilina. Wir haben das größte Bad der Welt, ey. Warte, ich muss hier Wände einziehen. Das wird so nix. Eigentlich ist das hier eher ein Bad, Leute. Lass das mal umfunktionieren. Wartet mal. Wartet mal. Wir machen hier. So. Ja, ja, das machen wir jetzt hier zu einem Bad. Und das kommt alles weg. Passt doch gar nicht. Hier, das wird zugemacht. So, zu mit der Bude, ey. Okay. Jetzt sind wir hier in unserem Bad. Sehr schön. Das ist dann die Tür. Ja, und hier ist auch zu. Dann hat man auch eine schöne Aussicht. Das passt auch. So, was brauchen wir jetzt? Also brauchen wir natürlich Toilette mal hier hin. Das haben wir schon. Badewanne. Nee. Wo können wir... Oh Gott, nein. Können wir die Badewanne mal hinsetzen? Hm. Nee, irgendwie haut das nicht so hin. Das sieht eigentlich gut aus, aber... Ja, vom Prinzip her, wartet mal. Ja. Ich hätte wirklich hier in die Ecke. Ja, ist jetzt halt ein bisschen eng, ne? Ach, wir brauchen keine Badewanne. Dusche reicht sowieso. Was findest du besser, Dusche oder Badewanne? Dusche. Ja, jeder findet Dusche besser, ne? Ja, das ist doch schon viel besser, ey. Ja, das ist viel cooler, viel besser. Was haben wir denn hier? So, wir machen weiter. Dann wird das hier, würde ich sagen, auf jeden Fall das Schlafzimmer, ganz klar. Hier mit dem Bett. Oh, das passt da eigentlich direkt, oder? Vielleicht. Oh, verdammt. Vielleicht eins weiter zur Seite. So. Bam. Nein. Ach, Leute. Nein. Jetzt haben wir's. Ja, das sieht nice aus. Ja, immer eine schöne Aussicht. Das passt. Boah, ich habe hier viel zu viele Sachen. Ich muss die mal hier löschen, die ich hier schon gemacht habe. Wo schmeiße ich denn die hin am besten? Warte, wir machen das so. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das haben wir alles schon benutzt. Das haben wir auch schon benutzt. Das Bett haben wir jetzt auch schon benutzt. Das haben wir auch schon benutzt. Das ist hier so komisch. Das brauchen wir jetzt auch nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. So. Stühle. Lampen. Lampen ist doch, glaube ich, geil. Lampen in einem Schlafzimmer, da macht man nichts verkehrt. Yeah. Ja, das sieht... Ja, das ist auch sehr nice. Eine Couch. Man packt sich hier immer vor, dass... Nee, das ist zu dünn. Wir brauchen eine größere. Haben wir eine... Bücherregale dürfen im Schlafzimmer natürlich auch nicht fehlen. Ich meine, wo liest man bitte, wenn nicht im Schlafzimmer? So. Was ist das? Nee, das ist Nature. Was ist das? Das ist ein Toaster. Nee, ein Toaster braucht man im Schlafzimmer nicht. Das ist ein Tisch, ne? Oh, okay. Wie findest du das, Ilina, hier? Sieht geil aus. Ja, ne? Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Ja. Okay, das ist geil. Ich muss nur noch den passenden Tisch zu finden. Frage ist, was war jetzt der Tisch hier? Verdammt normal, ey. Das ist... Ah, hier noch so ein zweites Bett. Oha, Alter.
Stimmt, wir nehmen lieber das Rote. Das Rote ist ja viel geiler. Ja, Mann, viel besser. Ja, okay. Okay, jetzt haben wir den Fernseher auch. Das ist sehr schön, sehr schön. Okay. Ich habe meine ganze. Oh, jo, Aquarium hier. Hier ist das Bad, ne, das kennen wir schon. Wir sagen, Bad braucht natürlich auch eine Tür. So geben wir dem mal. Oh. Das finde ich cool. Das ist aber auch cool. Oder wenn, na, eigentlich ist es ja besser, wenn man nicht durchgucken kann, oder? Wie sieht denn das aus? Oh Gott, nee. Wir nehmen lieber das hier. Das sieht aber mega nice aus. So, das machen wir dann hier zu. Easy. Jetzt haben wir hier ein fertiges Bad. So, hier, das lassen wir offen. Ne? Das ist offenes Schlafzimmer. Picobello. Kann man die auch anmachen? Na, okay. Was haben wir hier, Lina? Was hast du hier Schönes gemacht? Oh, soll ich einen Fernseher hin? Mhm. Der passt aber nicht genau in die Mitte. Perfekt. Oh nein, ey. Ich habe noch einen Laptop. Haben wir hier irgendwo? Oh ja, hier. Nee, das ist nicht der Laptop. Das ist der Laptop. Ah, voll der Gamer-Laptop. Gamer-PC. So eine schöne, schöne Spielecke. Dann haben wir hier, kann man sich Aquarien anschauen. Ohne Ende, ein Riesen-Aquarium. Das größte Aquarium der Welt. Kann man sich anschauen. Nee, wir haben doch gar keine Küche. Wieso machst du hier noch ein Schlafzimmer? Sorry, aber wir brauchen eine Küche. Das haben wir uns sonst ernährt. Was haben wir hier? Spüle? Ah, das sind einfach nur so Schränke. Was ist das hier? Ach du heilige Güte. Was sagst du dazu? Richtig geil, ja. Okay. Das ist doch nicht alles, was ich für die Küche habe, oder? Wartet mal, wir brauchen da noch einen Ofen und so ein Kram. Warte mal, ich glaube, das sind diese Dinger. Warte, ich glaube, eins davon ist ein Ofen. Nein. Das ist immerhin schon mal ein Toaster. Oh, das ist gut, Elina. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Dann machen wir jetzt hier nämlich so und so. Das kann weg. Den machen wir noch gerade. Ja. Yeah. Okay, jetzt haben wir zwar keinen Kochfett und keinen Backofen, also können eigentlich ja nichts kochen, aber ich finde es eigentlich trotzdem ganz nice. Okay, jetzt sind wir draußen dran. Wir müssen draußen dekorieren. Was haben wir draußen? Wir haben draußen... Was haben wir? Ich hatte doch das hier gerade. Ah ja, diese grünen Dinger. Genau, lass mal gucken, was haben wir hier. Okay, so eine Lavalampe. Ah ja, das ist so viel Licht. Okay, das machen wir hier hin. 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 Und hier. So, genau das Ding habe ich auch. Das hat... Oh, dann hier, warte, eine Grillbox. Ja, Mann, und hier kommt der Grill hin. Ich fasse zusammen, wir haben ein schönes Schlafzimmer. Ja, sieht man hier. Wir haben ja ein bisschen Deko im Treppenhaus. Wir haben ein schönes Bad. Ne? Auch sehr schön. Dann, wenn man hier runter geht, Wohnzimmer mit einem Mega-Aquarium. Hier eine Zockerecke, Arbeitsecke, Zockerecke. Einen schönen Teppich hier haben wir auch. Dann haben wir hier eine sehr, sehr schöne Küche. Und hier haben wir einen schönen Gartenbereich. Und das ist unser neues Haus in Minecraft. Haben wir schön dekoriert. Ich hoffe sehr, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss.